Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Nein, es gibt keinen nachträglichen Adventskalender, sondern wir werfen einen Blick zurück auf das Serien- und Filmjahr 2019. Ja, heute ist ja schon tatsächlich Silvester und ich möchte euch mit diesem Video sozusagen das Jahr so ein bisschen abschließen und der Bücherrückblick kommt dann am 2. Januar. Und ich finde, man kann durchaus noch ein bisschen diesen schönen weihnachtlichen Hintergrund verwenden, gerade für einen Rückblick, dass es noch so ein bisschen was Besonderes hat. Holt euch, eine Tasse Tee oder irgendwas Leckeres. Es dauert auf jeden Fall ein bisschen länger, über all diese Filme und Serien des Jahres zu sprechen, denn ich fand, es war ein sehr tolles Film- und Serienjahr. Ich habe wirklich sehr viel gesehen, auch manches nur angefangen und nicht weitergeschaut, manches auch beendet oder manche Serien sind auch zu Ende gegangen. Es gab Filme von und mit Schauspielern, Regisseuren, worauf man sich gefreut hat. Es ist tatsächlich doch recht serienlastig in diesem Jahr mit gewesen, was, glaube ich, auch erklärt, warum weniger Bücher so im Vergleich gelesen wurden. Aber es ist, glaube ich, eine Leidenschaft in den letzten, ja, 2, 3, 4 Jahren geworden, die mir unfassbar gut gefällt und wo ich einfach wirklich großen Spaß habe. Ja, ich versuche euch so ein bisschen die Cover der Serien und Filme mit einzublenden und gehe jetzt tatsächlich einfach chronologisch vor. Und wir starten jetzt einfach mit dem ersten Halbjahr, mit dem Januar 2019, wo ich die Gilmore Girls zu Ende geschaut habe. Und zwar Staffel 5, 6 und 7. Ja, ich habe im Ende von 2018 habe ich mit den Gilmore Girls begonnen und war sehr angetan. Ich glaube tatsächlich so von den ersten 3, 4 Staffeln und wurde immer ein bisschen genervter, umso länger diese Serie gelaufen ist. Weil mir manche Charakterentwicklungen nicht gefallen hat, weil mir viele Ansätze darin nicht gefallen haben, sowohl wir haben ja zwei Protagonistinnen, wir haben ja Lorelei, die Mutter, die ja so gefühlt in meinem Alter ist, und Rory, die Tochter, zudem auch die Großeltern zu Rory. Wir haben immer so ein bisschen die Liebesprobleme der Mutter von Lorelei und ich fand das manchmal sehr anstrengend. Denke mir, zum Glück habe ich nicht so viele Emotionen in mir oder so ein Emotionschaos oder so heute so, morgen so, sondern bin da eben einfach anders. Kann ja jeder sein, wie er ist. Ich bin ganz froh, dass ich dieses Chaos nicht habe. Und gegen Ende hat mir das ein bisschen weniger gefallen. Aber ich wollte die Serie dann auch einfach beenden. Ich fand gerade so dieses Feeling in diesem Städtchen super, super schön. Und mag es tatsächlich sehr gerne, wenn man eben Charaktere, Nebencharaktere immer wieder begegnet. Wenn man die immer wieder aufgreifen kann, wenn es da immer so ein Running Gag gibt. Das hat mir gut gefallen. Die Entwicklung der Charaktere und auch mancher Geschichtsentwicklungen, Plotentwicklungen, die fand ich dann irgendwann nicht mehr ganz so gut. Ich habe dann ja auch noch mit der ersten Folge dieser 10 Jahre später Sequenz angefangen. Das war aber eine absolute Katastrophe. Dann gab es eine Reise betrüglicher Ereignisse. Ich glaube, die dritte Staffel, bilde ich mir gerade ein, habe ich mir zumindest so aufgeschrieben, was dann auch die finale Staffel war. Die habe ich ja im letzten Jahr so ein bisschen weggesuchtet, Staffel 1, bevor Staffel 2 kam. Und das ist ja auch eine Buchverfilmung von Lemony Snicket irgendwie erzählt. Da geht es ja um reiche Waisenkinder, die von Olaf, Graf Olaf, irgendwie immer so ein bisschen geschnappt werden wollen, in das Licht geführt werden. Er kostümiert sich und die Erwachsenen sind einfach nicht fähig, das zu erkennen. Es ist eine sehr skurrile Serie, das muss man ganz klar sagen. Ich habe mich durchgängig in der ersten Staffel gefragt, was will mir diese Geschichte eigentlich erzählen, um was geht es, warum bin ich hier, warum ist die Serie da. Habe aber dann den speziellen Humor dahinter entdeckt und fand auch die Schauspieler sehr, sehr gelungen und mochte diese Skurrile sehr, sehr gerne. Und auch Staffel 3 war sehr, sehr skurril, sehr merkwürdig und auch da habe ich mich an mancher Stelle gefragt, was mache ich hier? Und auch das Ende ist, glaube ich, ein bisschen umstritten, aber ich fand es tatsächlich eine unterhaltsame Serie. Also es ist nichts, wo man einen tieferen Sinn sucht, aber die einen einfach so Skurrilitäten zeigt und das fand ich irgendwie sehr, sehr gelungen. Dann habe ich die 5. Staffel von Grace und Frankie angesehen, auch eine Serie, die ich, glaube ich, 18 entdeckt habe und dort dann bis zur 4. Staffel schauen konnte, mich jetzt sehr dieses Jahr auf Staffel 5 gefreut habe. Staffel 6 beginnt jetzt, ich glaube, am 18.
18., 17., 15. Januar, keine Ahnung, kommt. Also ich weiß gar nicht, ob das dann auch die finale Staffel ist. Hier haben wir ja zwei ältere Frauen, deren Männer sich im hohen Alter outen, dass sie ein Liebespaar sind, dass im Grunde die Gefühle zu ihren Frauen nicht die waren, die sie jahrelang vorgegaukelt haben. Die Frauen sich so ein bisschen zusammentun, unterschiedlicher nicht sein könnten. Und das sorgt natürlich gerade, fand ich, in den ersten Staffeln für sehr lustige und skurrile und dramatische Szenen. Und ich finde das nach wie vor unfassbar gut erzählt. Es hat wunderbaren Humor, es hat Alltagskomik, es hat aber auch sehr tiefgründige, dramatische Gedankengänge und gerade so dieses Älterwerden der beiden Frauen, die aber eigentlich sagen, wir sind doch noch fit, warum sollten wir in ein Heim? Auch die Kinder, die ganz merkwürdig unterwegs sind, wo alle sehr besonders und anders sind. Und ja, fand ich großartig und freue mich jetzt sehr auf die 6. Staffel, jetzt eben dann im Januar. Dann habe ich 2 Filme gesehen. Zum einen lief oder läuft auf Netflix Bird Box. Das ist ja eine Buchverfilmung von Josh Mellerman, wenn ich mich nicht täusche, mit Sandra Bullock, wo es ja, ja im Grunde in eine Art Thriller-Richtung geht, wo Menschen, wenn sie draußen etwas sehen, mit ihnen etwas passiert. Die flippen aus, die bringen Leute um, die bringen sich selbst um. Keiner kann so recht greifen, was das da draußen ist. Und die Menschen beginnen eben, sich in ihre Wohnungen, Häuser zurückzuziehen, die Fenster zu verdunkeln und nur noch mit geschlossenen Augen nach außen zu gehen. Und das ist schon eine wahnsinnig gruselige, merkwürdige Vorstellung, die ich schon beim Lesen richtig heftig fand. Das hat mich beim Lesen schon sehr mitgenommen. Zudem ist der Zählstrang auch so ein bisschen, dass eine Mutter mit ihren 2 Kindern sich auf den Weg macht, wo es irgendwie wo Rettung geben könnte und eben blind im Grunde auf den Fluss unterwegs ist, durch Wälder unterwegs ist. Und das ist eine sehr beängstigende Vorstellung, war ein spannender Thriller. Mir hat die Verfilmung sehr, sehr gut gefallen. Hat für mich auch so diesen Thrill-Effekt aus dem Buch gut eingefangen und man stellt sich da danach, ähnlich wie beim Buch, so ein bisschen die Frage, wenn man die Augen geschlossen hat, mache ich die nochmal auf oder was könnte da gerade sein? Wirkliche Filmempfehlung, hat mir gut gefallen. Auch Ready Player One habe ich im Januar, ich glaube dann im, war ich da auch auf Netflix oder Sky irgendwie gesehen. Ich habe letztes Jahr das Buch gelesen, fand es nur so okay. Es hat sich für mich im Buch an mancher Stelle sehr verlaufen und so habe ich mir gedacht, ja, die Verfilmung wirst du dir nicht im Kino anschauen. Das kann gefühlt nicht so richtig was werden. Aber mich hat der Film tatsächlich sehr überrascht, sehr begeistert, besonders mit seiner Grafik. Hat es mich wirklich mitgerissen, mitgenommen und hat eine wunderbare Science-Fiction-Welt gezeigt, die mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Also als Film auch eine Empfehlung. Jetzt nichts, was man sich wahrscheinlich öfter als einmal anschauen wird, aber so der Eindruck war wirklich gut und auch die Story war richtig toll mit dieser künstlichen Welt, in die man eben über eine Brille einsteigt und in der man eben jemand ganz anders sein kann als im wahren Leben und hat mir gut gefallen. Der Februar begann dann mit einem Flop, nämlich mit Night Flyers, auch einer Science-Fiction-Serie, die auf einer Geschichte von George R. R. Martin basiert. Vor seinen Das Lieder von Eis und Feuer Sage hat er ja sehr viel Science-Fiction geschrieben. Hier habe ich, glaube ich, keine Ahnung, 2 Folgen gesehen und habe beschlossen, so ein Mist. Ich fand das Buch schon nur okay. Das war ja eine Kurzgeschichte, die in irgendeiner seiner Traumliederbänder drin ist, wo ich mich schon aufgeregt habe, warum man da ein Extrabuch jetzt wieder herausbringt. Auch die Serie konnte für mich nichts. Also ich fand das sehr, sehr langweilig. Dann war mir nach Sherlock und ich habe alle 4 Staffeln weggesuchtet. Und ich glaube, zu Sherlock muss ich gar nichts mehr sagen. Ich liebe die BBC-Serie, ich liebe Benedict Cumberbatch, Martin Freeman. Ich bin so ein Fan der Serie, der Folgen, dieser Geschichtenerzählung. Ach, einfach grandios. Und man muss sein Hirn anschalten und man muss mitdenken und man hat so viele Oho-Effekte, selbst wenn man es zum 3. oder 4. Mal anschaut. Ich bin immer wieder geflasht und begeistert und deswegen ist auch gar nicht so viel mehr im Februar passiert. Bis auf 3 Folgen von Kolonie. Die lief auf, ich weiß gar nicht mehr, Sky. Und auch nur 3 Folgen. Zum einen habe ich erfahren,
dass nach 2 Staffeln Schluss ist, obwohl die Geschichte noch nicht erzählt ist, was jetzt nicht unbedingt ein Spoiler ist, aber natürlich schon mitträgt. Es hat der Schauspieler mitgemacht, der den Sawyer in Lost gespielt hat, den ich ganz gerne mag, dessen Namen ich schon wieder verdrängt habe. Aber ja, irgendwie konnte mich diese Serie nicht so richtig begeistern, denn ich krieg's auch gar nicht mehr zusammen. Ich dachte mir irgendwie, es ist so belanglos, da schaltest du einfach ab. Ab März startete dann der Rewatch von Game of Thrones. Ich habe im März die ersten 7 Staffeln, ich glaube auch noch ein Stück im April, also ich habe im März damit angefangen, startete der Rewatch davon. Ich habe alle 7 Staffeln weggesuchtet, habe innerhalb dieser Sucht wieder gemerkt, wie grandios Staffel, ich sag mal, 1 bis 4 ist, wie ausufernd und überbeladen und langatmig gleichzeitig Staffel 5 war, wie es schon schwächer wurde in Staffel 6, wie Abstrusitäten schon in Staffel 7 begannen und ich dann schon merke, also Staffel 7 war für mich die schwächste Staffel und ich das wieder deutlich für mich auch in diesem Rewatch gespürt habe, aber natürlich in Vorbereitung auf die 8. Staffel, die im Mai begonnen hat oder Ende April. Ich weiß schon gar nicht mehr, ich glaube Ende April, ne? Im April hat es schon begonnen, oder? Bin gerade am Überlegen, ich weiß gerade nicht. Wann war ich in Hamburg? Ende April, Mai. Ich krieg's gerade echt nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall auf Vorbereitung der Staffel 8 musste ich das rewatchen. Und es packt mich immer wieder. Es gibt so viel Großartiges in dieser Serie. Aber ja. Ja, ich glaube, über Staffel 8 wurde genug gelästert. Ich kann bei Staffel 8 tatsächlich nur sagen, dass ich sie gar nicht so schlecht fand. Dass man aber schon gemerkt hat, wie gehetzt wurde, wie viel weg war, wie viel nicht mehr wichtig war. Und sollte ich 2020 alle 8 Staffeln mir ansehen, glaube ich, mache ich mir wirklich mal so eine Notizliste mit Dingen, die einfach unwichtig waren. Also wo man in den ersten 4 Staffeln vielleicht wirklich dachte, das ist wichtig, das muss irgendwas bedeuten und dann war es irgendwie nicht mehr wichtig. Aber gut. Zudem am April ging es dann weiter mit der 3. Staffel von This Is Us, einer Serienempfehlung, die ich absolut immer wieder nur aussprechen kann, denn ich liebte wirklich die 1. Staffel, die uns ja von Drillingen erzählt, unterschiedliche Zeitebenen hat. Wir gucken uns wirklich das ganze Leben der 3 an, in der Kindheit, in der Jugend als Erwachsener, mit Rückblick auf die Eltern, wie die sich gefunden haben, die was auch dazwischen passierte. Und das finde ich einfach großartig, denn der Untertitel ist ja This Is Us, das ist Leben. Und das ist tatsächlich so. Und dass manche Dinge eben nicht passieren, weil sie einfach passieren, sondern immer irgendwas man in seinem Leben einen Anstoß dafür gibt oder wie man geprägt ist, wie man handelt. Und das zeigt diese Serie unfassbar gut. Sie ist sehr dramatisch, sie ist humorvoll, sie ist sehr emotional. Es gab, glaube ich, in Staffel 1 kaum eine Folge, bei der ich nicht irgendwie geweint habe. Egal vor Rührung, einfach Gefühl. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ich fand die 3. Staffel jetzt, glaube ich, so ein bisschen mit die schwächste, weil sie für mich ein bisschen zu kriegslastig war. Und nein, damit meine ich tatsächlich mal nicht den Zweiten Weltkrieg, sondern Vietnam, was eben ein Teil eines Charakters ist und uns erklärt, warum manche Dinge für ihn so gelaufen sind, wie sie passiert sind, was auch in Ordnung ist. Mir nimmt es zu viel Raum ein. Also ich glaube, unser Trauma in Deutschland mit dem Zweiten Weltkrieg hat ein ähnliches Trauma für die Amerikaner, was Vietnam angeht. Und da kann man sich wahrscheinlich tatsächlich als Deutscher gar nicht so einfühlen und finde das auch einfach zu viel. Aber dennoch eine grandiose Serie auf sehr hohem Niveau mit tollen Schauspielern, die Spaß macht. Dann kam Quicksand auf Netflix, eine Art Jugendthriller. Das Buch hatte mich tatsächlich bis zu einem gewissen Punkt auch sehr gut unterhalten können und war sehr spannungsgeladen. Und wir haben hier eben ein junges Mädchen, das irgendwie so sich ein bisschen verändert, in eine Clique mit reinkommt, einen neuen Freund hat und dann irgendwann in ihrer Schule sozusagen austickt und da im Grunde auch auf Leute schießt, Leute umbringt. Und man im Grunde schon weiß, dass sie das getan hat zu Beginn der Serie oder auch des Buches und aber jetzt so Rückblicke erfährt, wie es im Grunde irgendwie dazu kam. Und das Problem tatsächlich für mich war von der Serie zum Buch, dass man ihre Motivation verändert hat. Und das fand ich ein bisschen störend in der Serie, das fand ich im Buch tatsächlich besser. Aber hat mich unterhalten, war auch spannungsgeladen, aber jetzt kein Must-to-Watch.
Ja, im Mai dann das Finale wahrscheinlich, deswegen steht es auch im Mai drin von Game of Thrones Staffel 8. Ja, ich glaube, sie ist zu Recht sehr umstritten. Ich kann jeden Unmut irgendwie verstehen. Was ich nicht verstehe, ist, dass viele was auf dem Silbertablett haben wollten, wo ich denke, wenn man sein mitdenkt, die letzte Staffel verfolgt, dann ist das nicht ganz so unrealistisch, wobei es ist halt auch nur eine Serie. Es gab vieles, was mich sehr gestört hat, es gab aber auch vieles, was ich gut fand. Ich kann auch mit dem Ende tatsächlich leben. Ich glaube, dass es genauso auch in den Büchern enden würde, dass es ein Ende ist, wie es George R. R. Martin für sich wahrscheinlich auch denkt. Mich stört tatsächlich, dass vieles, was uns als wichtig verkauft wurde, dann nicht mehr wichtig war. Und dass so viel an Infos weggelassen wurde, kaum Dialoge mehr vorhanden war, dass ja, man es einfach nur noch zu Ende bringen wollte, hatte ich das Gefühl. Das, finde ich, tatsächlich hat die Serie nicht verdient, weil sie so groß wurde mit Staffel 5 und 6, dass ich nicht verstehe, warum man schon Staffel 7 so klein gemacht hat und Staffel 8 gar noch. Ja, jetzt kann man sagen, natürlich hat die einzelnen Folgen länger gedauert, aber ich verstehe es nicht. Dennoch ist Game of Thrones einer der großen Serien für mich, die mich unfassbar begeistern, die mir eine neue Welt aufgemacht hat und wo ich einfach hoffe, dass diese Welt auch von den Büchern nochmal irgendwann beendet wird. Ich zweifle so ein bisschen dran, dass George R. R. Martin das zu Ende bringt, aber ja, und dann noch im Mai als Film gesehen war World War C, eine Zombie-Apokalypse, ein grandioser Film mit Brad Pitt. Wer hätte es gedacht, dass mich ein Zombie-Film begeistern kann. Mich hat er sehr gut unterhalten, er war spannungsgeladen und er hatte einen grandiosen Brad Pitt. Er ist, glaube ich, ein bisschen was älter. Ich habe den irgendwann mal sonntags auf Netflix zufällig entdeckt und dachte, ja, heute ist hier nach Brad Pitt und heute ist hier nach Zombies. Und schwupps, ja, habe ich das genossen. Es soll da, glaube ich, auch eine Fortsetzung geben, aber habe ich irgendwie nicht verfolgt, nicht direkt mitbekommen. Aber hat mich gut unterhalten, war wirklich ein toller Film. Und wer Zombie, dieses postapokalyptische mag, es war ein bisschen sehr amerikanisch-patriotisch. Das ist ja das Problem, was ich sehr oft bei diesen Filmen habe. Und auch halt immer, wenn einer so allein die Welt rettet, das ist halt sehr unrealistisch. Aber es ist halt nur ein Film. Aber ja, war ein toller Film, den ich auch empfehlen kann. Dann ging es im Juni mit Chernobyl, wie auch immer, auf Sky weiter, einer HBO-Serie mit einem Thema, das ich sehr hart fand. Ich habe dazu auch einen Serientalk gemacht, weil mich die Serie wirklich so mitgenommen hat. Ich glaube, auch eine Serie, die man sich nur einmal anschaut, denn es geht da um den Reaktorunfall in Tschernobyl, was ja gefühlt gar nicht weit von Deutschland in irgendeiner Art und Weise entfernt ist. Und ja, was uns gezeigt hat, was dazu führte, wie die einzelnen Menschen reagiert haben, welche Katastrophe da eigentlich geschehen ist, welche Auswirkungen diese hat und die uns zeigt, ja, dass das alles, also hätte noch viel schlimmer sein können, aber schon auch einen unfassbar schlimmen Grad hatte. Es ist ja jetzt, keine Ahnung, 25 Jahre, wahrscheinlich noch nicht ganz her. War es 85, 86? Ich glaube 85, ich weiß es gerade nicht hundertprozentig. Und es hat mir gezeigt, dass man gar keine Fantasy braucht, dass man gar keine Geschichte sich ausdenken muss. Es gibt in der Welt genügend Dinge, die schockierend genug sind. Und das ist für mich definitiv auch Tschernobyl. Eine Serie mit grandiosen Schauspielern und gerade Stellan Skarsgård, wie auch immer wir ihn aussprechen wollen, hat mich absolut überzeugt. Aber auch die Nebenrollen fand ich wirklich toll. Und ja, es wurde auch hier ein bisschen von gerade der russischen Regierung gesagt, dass das natürlich alles gar nicht so war. Ja, auch darüber lässt sich natürlich streiten. Man möchte sich das natürlich sehr ungern eingestehen, wie das gelaufen ist, wenn man dann der Verantwortliche dafür ist. Aber ja, dann begann im Juni mein Downton Abbey Reread. Im September lief ja dann auch der Film. Und so habe ich im Juni eher durch Zufall mit einer lieben Freundin die Serie angefangen. Sie war am Ende dann schneller wie ich. Aber ich habe Staffel 1 bis 6 durchgesuchtet. Und ja, finde die Serie einfach großartig. Sie beginnt ja 1912.
ist das 12, zum Titanic-Unglück. Wir sind in England, wir sind hier in der Lordschaft unterwegs und wir erleben eben sowohl die Probleme der Adligen als eben auch die Probleme der damals Bediensteten. Wir bekommen einen Eindruck dieser Zeit und ich finde, wenn es eine Serie schafft, einen zu entschleunigen, dann ist es Downton Abbey. Also man guckt 5 Minuten und man ist direkt tiefenentspannt und es hat viel Drama, es hat viel Emotion, es hat Intrigen und es hat ja eben auch einfach Probleme, die man heute wahrscheinlich gar nicht mehr so greifen und nachvollziehen kann, aber die trotzdem einfach so menschlich sind und ja, die es in anderer Art eben heute gibt. Es hat natürlich auch viel mit der Entwicklung dann der Zeit zu tun, was für Rechte die Frauen bekommen haben, Wahlrecht, wie sich das alles so ein bisschen verändert hat. Auch dieses ganze Adligsein hat sich natürlich verändert und dann gab es irgendwann Radios und dann spricht der König aus einem Radio. Und also es ist faszinierend, allein wenn dann der Toaster erfunden wird oder ja, so eine Art Bügeleisen für die Haare, es ist toll. Und wenn die eine Tochter dann irgendwann in Hosen ankommt und der Skandal ist vorprogrammiert, das ist großartig, kann ich absolut nur empfehlen. Ja, und dann sind wir schon im zweiten Halbjahr und im Juli kam dann die 3. Staffel von Stranger Things. Einfach nur großartig. Ich finde diese Serie einfach der Hammer. Es ist ja so ein bisschen ein Grusel, Horror, Thrill der 80er Jahre, der auch viele Elemente die Serie aufnimmt, die wir aus 80er Jahren Horrorfilmen, Gruselfilmen irgendwie kennen. Und wir haben hier ja eben auch eine andere Welt, die im Hintergrund spielt, die im ersten Teil ja einen Jungen entführt und der dann aber trotzdem irgendwie in unserer Welt noch mit irgendwie kommunizieren kann. Und es gibt natürlich so, ja, diese klassischen Vierertrupp an Jungs, den wir ja schon von Stephen King kennen. Und es ist so viel mit drin, was uns an die 80er erinnert. Alleine, dass die Mutter ständig wirklich zum echten Telefon an der Wand greift und wie geil ist das? Also ich glaube, für alle, die die 80er erlebt haben, die Kinder der 80er sind oder natürlich auch früher, die haben hier ihren Spaß. Dieser Retro-Aspekt ist wirklich großartig, die Charaktere sind der Hammer, die Effekte sind großartig, die Story-Erzählung ist der Wahnsinn und wir haben eben Elfie, die aus einem Labor herauskommt, der ganz merkwürdige Dinge tun kann, der ja auch passiert sind und ach, ich liebe diese Serie einfach. Ich bin so, so gespannt auf die 4. Staffel. Und ja, dann kommen wir zu 2 Filmen, die nicht ganz so großartig waren. Zum einen Yesterday, eine coole Story, dass etwas auf unserer Welt passiert. Ein junger Musiker ist nicht so erfolgreich. Mit einem Mal weiß keiner mehr, wer die Beatles sind, wie die Songs gehen. Nur noch er und er dann Erfolg hat mit Beatles-Songs. Klingt nach einer geilen Story, wurde aber irgendwann unfassbar langweilig. Und wir saßen, keine Ahnung, ich glaube zu 4 im Kino und meine Freundin und ich, also noch ein anderes Paar und irgendwann haben wir das Reden angefangen und haben uns unterhalten, also natürlich nicht in voller Lautstärke, aber wo man dann irgendwie dachte, man hat gemerkt, ja, und am schlimmsten war dann für mich auch das Ende, wo ich mir dachte, hä, was jetzt? Also hat mir leider nicht ganz so gut gefallen und dann kam noch Book Club. Ich glaube, den habe ich dann nur auf Sky gesehen, wenn ich mich nicht täusche. Da haben wir ja ältere Frauen, die halt einen Bücherclub haben, die einmal im Monat, glaube ich, sich treffen, um über das Buch zu sprechen. Die anfangen Shades of Grey zu lesen und da merken, huch, vielleicht könnte das unser Sexualleben auch ein bisschen aufpimpen. Und dann aber natürlich die Kinder kommen, die sagen, eigentlich gehörst du in Heim und du kannst nicht mehr allein leben und was, du willst einen Mann kennenlernen. Und also sehr humorvoll, ich glaube auch ein sehr schönes, realistisches Bild vom Älterwerden mit den Konflikten, die man wahrscheinlich dann auch einfach hat, wenn man mal über 70 ist. Ich weiß es ja nicht, und ne, aber das kann ich mir einfach ganz gut vorstellen. War unterhaltsam, jetzt aber auch nicht wirklich ein absolutes Highlight. Im August habe ich mir dann die 2. Staffel von Big Little Lies angesehen, eine Serie, die mich ja letztes Jahr sehr begeistert hat. Auch eine Buchverfilmung von Liane Moriarty, die ich gar nicht gelesen habe. Und die 2. Staffel erzählt die Geschichte jetzt sozusagen auch weiter mit anderen Perspektiven. Und es spielt auch Meryl Streep mit. Ist das großartig? Überhaupt ist der Cast hier der Hammer. Von Reese Witherspoon über Shailene Woodley, über Nicole Kidman, über Name vergessen und jetzt eben Meryl Streep. Zoe Kravitz unter anderem auch noch. Und wir hatten ja im ersten Teil, im Grunde ist da ein Mord geschehen, und wir haben verschiedenste Frauen, die
alle schon so ein bisschen eigentlich, ja, ein bisschen reicher sind, betüdeligter sind und dann halt so auch diese Konflikte haben. Und ja, ich fand die zweite Staffel auch großartig erzählt. Ich fand auch Meryl Streep toll, ich fand die Rolle toll, die sie verkörpert und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und es soll ja nächstes Jahr jetzt, glaube ich, die Verfilmung von Neun Fremde kommen, auch von Nia Moriarty. Da hat mir das Hörbuch nicht ganz so gut gefallen, aber vielleicht macht man aus der Serie was Besseres. Dann kam die umstrittene dritte Staffel von Tote Mädchen lügen nicht. Und umstritten deswegen, weil man sich eigentlich gefragt hat, was will man uns in der dritten Staffel noch erzählen? Ursprünglich ging Tote Mädchen lügen nicht ja darum, dass ein Mädchen wegen Mobbing, ich drück es jetzt einfach mal ganz banal aus, Selbstmord begeht und Kassetten hinterlässt an all die Menschen, die irgendwie dafür verantwortlich sind oder die sie dafür verantwortlich macht, dass sie so weit jetzt gekommen ist. Also egal, ob es ist, dass sie eine Freundin enttäuscht hat, ein guter Freund weggesehen hat, ein anderer sie unglaublich gemobbt hat, sie in schlechtem Licht gerückt hat oder dann bis hin, dass sie eben ja mehr oder weniger auch missbraucht wurde. Und viele haben schon in der ersten Staffel gesagt, dass dieses Mädchen es sich sehr leicht macht, aber es ist eben einfach die Geschichte von Hannah Baker. In der zweiten Staffel rollt man den Fall von der anderen Seite auf, erzählt die Geschichte der einzelnen Charaktere, die in der ersten Staffel eine Kassette bekommen hat. Und jetzt fragt man sich natürlich, was wird in der dritten Staffel erzählt? Endet es in einem Schulamok? Wo geht die Geschichte hin? Ich fand die dritte Staffel tatsächlich sehr gelungen. Ich hatte anderes erwartet. Ich habe mit nicht ganz so viel Erzählungen gerechnet, sondern auch tatsächlich mit mehr Taten. Ich fand sie ganz gut. Ich fand sie tatsächlich, glaube ich, sehr gut. Sie nimmt mich immer sehr emotional mit. Also für mich ist das keine Serie, die mich sehr schnell wieder loslässt, sondern auch die könnte ich nicht an einem Stück wegschauen, sondern da muss ich schon in kleineren homöopathischen Dosen mir das geben. Aber ja, es gibt, glaube ich, tatsächlich noch eine vierte Staffel und da bin ich gespannt, wie das dann ausgeht, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und ja, dann mein Film-Highlight unter anderem in diesem Jahr. Lang gewartet war der neue Film von Quentin Tarantino und das ist die Rede von Once Upon a Time in Hollywood. Und wir sehen, lang hat es gebraucht und es hat einen Tarantino gebraucht, der uns Brad Pitt und Leonardo DiCaprio in einem Film präsentieren. Tarantino spielt ja mit beiden ganz gerne, aber so waren sie noch in keinem Film, soweit ich mich zumindest erinnere, zusammen im Cast. Und ich fand die Geschichte der Hammer. Also auch ein Film, den man entweder liebt oder hasst. Und ich gehöre definitiv zu denen, die diese Erzählweise absolut geliebt hat. Ich bin ein Fan von Tarantino, mit Ausnahme von Kill Bill und Pulp Fiction. Und ich glaube, alle, die Pulp Fiction und Kill Bill toll finden, die mögen alle anderen Filme nicht, weil ich weiß nicht, irgendwas macht da Quentin Tarantino anders, dass das so die Fangemeinde spaltet. Es ist im Grunde die Geschichte vom alten Hollywood ins Neue, als Western out wurden und so ein bisschen Glam in wurde. Wir haben auch so ein bisschen die Geschichte von Manson und Polanski und gleichzeitig haben wir eben Leonardo DiCaprio, der eigentlich so ein Western-Star ist, zusammen mit seinem Fahrer, Assistenten, der von Brad Pitt gespielt wird, die so in die Jahre gekommen sind. Und das war, glaube ich, auch mein Stuntman. Und wir erleben so diesen Wechsel von Hollywood. Wir erleben, was das mit den einzelnen Menschen gemacht hat. Und es ist eben einfach eine Geschichte von Hollywood. Es ist nichts anderes. Und es ist anfangs nur so, wo man denkt, huch, wo ist da der klassische Tarantino? Der kommt. Und gegen Ende war es dann unglaublich brutal und widerlich. Und dann übersteigt es so gefühlt meinen Pegel. Und dann denke ich, okay, da ist das, was du so in einzelnen kleineren Dosen erwartet hast, kommt dann gegen Ende. Großartig, hat mir unfassbar gut gefallen. Im September gab es dann nur zwei Filme, die ich angesehen habe. Zum einen kam der Downton Abbey-Film, den man definitiv nur wirklich absolut genießen kann, wenn man die Serie kennt. Ich glaube, jeder andere, der sich diesen Film anschaut, der kommt da nicht rein. Es sind so viele Charaktere, die ihre kleinen Geschichten erzählen. Ich glaube, wenn man die Vorgeschichten der Einzelnen nicht kennt, dann macht dieser Film keinen Spaß. Mir hat er sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube aber auch, dass er eben nicht so erfolgreich war, weil natürlich nur die eingefleischte Serien-Fangemeinde sich ihn anschaut, wenn überhaupt.
denn als Serienfan bin ich vielleicht kein Kinogänger. Und eventuell kommt dann der Boom über die DVD, wenn die dann erscheint. Ich fand ihn toll, er hat die Geschichte schön weitererzählt, er hat uns wieder mitgenommen in diese Zeit und ich finde es einfach toll. Und dann habe ich mir Ad Astra angesehen, einen Science-Fiction-Film mit Brad Pitt. Und für mich hat Brad Pitt hier auch absolut einen Oscar verdient, zumindest mal eine Nominierung. Über das Verdient könnten wir dann bei einem anderen Film sprechen. Ich fand den Film wirklich toll. Es geht halt hier tatsächlich auch einfach um eine Bereisung ins Weltall. Wir sind auf dem Mond unterwegs Richtung Mars und noch weiter über den Konflikt, den er hat zu seinem Vater, der eben auch schon ein ganz berühmter Raumfahrer war, der irgendwann verschwand und man ihn jetzt aber wohl gefunden hat. Und Ich weiß die Story, manche hat gesagt, viel zu langweilig, viel zu lang gezogen. Auch meine Begleitung fand ihn irgendwie ab der Hälfte so langweilig, dass nur noch ins Handy geguckt wurde. Ich fand ihn toll. Ich mochte diese Erzählweise. Ich mochte, dass es eben auch einfach mal 3 Minuten ruhig war und man nur etwas genießen konnte. Also es waren wahrscheinlich keine 3 Minuten, aber ich fand es toll. Mir hat der Film gefallen, mir hat Brad Pitt gefallen und ja, im Oktober habe ich mir dann Miracle Workers angeschaut. Die erste Staffel lief auf Sky. Hier treffen wir auf Steve Buscemi als Gott und auf Daniel Radcliffe als ein Engel, der unmögliche Wünsche eigentlich irgendwie erfüllen muss, soll, kann. Und Gott hat so ein bisschen die Schnauze voll von seiner Erde und will die eigentlich zerstören und setzt als Bedingung, okay, wenn du Engel es schaffst, irgendetwas Unmögliches möglich zu machen, dann verschone ich die Erde. Und ach Gott, also man muss darüber lachen können, das muss man ganz klar sagen. Man muss über humorvolle, satirische Darstellung von Gott lachen können, man muss diesen Humor mögen, sonst mag man die Serie nicht. Ich fand die Serie überraschend gut. Ja, sie hat an mancher Stelle, ist sie ein bisschen drüber, an mancher Stelle auch drunter, aber mein Humor hat sie an sehr vielen Punkten wirklich wunderbar getroffen. Ich habe viel lachen können. Auch die Vorstellung, dass Gott einfach mal der Erde irgendwann überdrüssig ist, ist eine sehr komische Vorstellung. Ja, wir schalten, also man darf da nicht so viel drüber nachdenken, aber ich fand's toll. Ich kann die Serie empfehlen. Es wird, soweit ich es gesehen habe, jetzt auch eine zweite Staffel geben, weil man, ja, gibt noch so ein paar Dinge zum Aufräumen. Und ich fand auch die Besetzung toll, die Ideen von deren Engeln und was die tun und wie sie es tun. Ach, ich fand's einfach toll. Dann kam die erste Staffel Daybreak auf Netflix, auch eine Zombie-postapokalyptische Story, wo ich jetzt leider gehört habe, dass die zweite Staffel, also dass sie abgesetzt wurde, dass man keine zweite Staffel dreht. Dabei hat die erste Staffel am Ende wirklich einen Cliffhanger, sodass man eigentlich auf eine zweite Staffel wartet. Viele haben gemeckert, das ist viel zu jugendlich, viel zu unblutig, es ist viel zu trashig. Und ja, gerade das hat mir alles gefallen. Ich fand es cool, dass wir mal so eine Art dass wir natürlich schon The Walking Dead kennen, was aber an mancher Stelle sehr erwachsen ist, sehr logisch ist, die Charaktere sehr oft einfach auch sehr erwachsen agieren und wir einfach Jugendliche haben, die einfach so ein bisschen sich ihre Welt erobern und halt jugendlich handeln, dass da halt wirklich Probleme sind, die man halt als 16-, 17-Jähriger hat. Ich fand das irgendwie sehr cool gemacht. Ich mochte die Optik der Serie. Ich mochte, dass der Protagonist mit uns gesprochen hat. Ich fand das toll, ich fand die Rückblicke cool, ich mochte die Entwicklung der Charaktere und mir hat es echt Spaß gemacht und ich umso trauriger bin ich, dass es keine zweite Staffel gab, aber es ist okay, man weiß manchmal die Netflix-Politik nicht, aber ja. Dann lief Living With Yourself, auch die erste Staffel auf Netflix, auch wieder mit einem Schauspieler, dessen Namen ich gerade wieder verdrängt habe, ich sollte mir sowas aufschreiben, ganz bekannter Schauspieler, ich glaube, der auch irgendwas im Marvel-Universum gespielt hat, wurde mir dann erzählt und den ich aber zum Beispiel aus Clueless unter anderem kenne. Und hier haben wir einen Mann, der irgendwie denkt, ach, das Leben ist das schon alles, ist alles so scheiße und alles so blöd und der in ein Spa geht, um ja, sich erfrischen zu lassen, sich umpolen zu lassen und dann aber im Wald aufwacht in einer Plastiktüte und erfährt, dass nicht er tatsächlich verändert wurde, sondern eine bessere, geklonte Variante von ihm ins Leben zurückgeht und er eigentlich da als tot gehalten wurde und zurückgebracht wurde. Und er so natürlich einen Konflikt mit sich selbst hat, mit seinem besseren Ich, dass er natürlich irgendwie verheimlichen muss, beziehungsweise umgedreht. Und das war unfassbar humorvoll, gleichzeitig sehr dramatisch, emotional. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also es hat mich auch gut unterhalten und fand ich sehr packend, fand auch die Idee erfrischend anders.
und mochte auch die Umsetzung sehr gerne. Es wird definitiv eine zweite Staffel geben, habe ich irgendwo auch gesehen, gelesen, und darauf freue ich mich auch schon sehr, weil ich finde schon, dass dieses Ende nicht für sich stehen kann, sondern man schon dann nochmal jetzt mehr auf jeden Fall wissen muss und wissen sollte. Dann lief eine oder läuft eine Stephen King-Verfilmung auf Netflix im Hohen Gras. Ich fand das so einschläfernd, dass ich, glaube ich, nach einer halben, dreiviertel Stunde ausgeschalten habe. Es ist eine Kurzgeschichte von Stephen King mit Joe Hill, wenn ich mich nicht irre, wo eben etwas im Gras passiert. Horror, Grusel, Zeitebenen. Ich fand es unsäglich langweilig. Also ich saß wirklich so nach einer halben Stunde da und dachte, okay, oh ja, habe noch eine Viertelstunde geschaut und mir gedacht, ach ja, jetzt kannst du auch eigentlich ins Bett gehen. Ja, war nicht meins, fand ich wirklich mehr als langweilig, deswegen müssen wir da auch gar nicht so lange drüber sprechen. Umso ausführlicher könnte ich jetzt über, ja, wahrscheinlich auch den Film des Jahres, über Joker sprechen, mit einem grandiosen Joaquin Phoenix, der sich in meiner Welt den Oscar im nächsten Jahr dann auch mit Brad Pitt teilt. Ja, Joker war ein Film, ein Drama, wie es stiller und gleichzeitig großartiger nicht hätte erzählt werden können, das uns zeigt, wie ein Mensch im Grunde kaputt geht, wie er innerlich zerbricht, wie seine Wahrnehmung von gut und falsch und, nein, gut und böse und falsch und richtig sich verändert, und wir schauen zu. Und viele stellen sich die Frage, dürfen wir das? Können wir das? Ist das ethisch korrekt? Und es ist ein Film. Und ja, ich glaube, die Kunst darf das. Und ja, ich glaube auch, dass ich es darf, mir diesen Film anzusehen und ihn gut zu finden. Und er hat nichts mit irgendwelchen Batman-Filmen zu tun, mit Superhelden, mit Comics. Es ist ein Drama eines Mannes, und dieser Mann hätte auch Benjamin Müller heißen können. Oder Schmidt, das uns wirklich die Abgründe der Menschen zeigt, was in Menschen etwas auslösen kann, damit sie so werden, wie sie wurden. Und damit möchte ich nicht rechtfertigen, wenn jemand zum Mörder wird, wobei ich glaube da tatsächlich auch, dass da sehr oft etwas im Menschen passiert ist, soll es aber nicht rechtfertigen. Aber dieses Drama, sich anzusehen, wie aus diesem Menschen, der Menschen zum Lachen bringen will, etwas wird, was wir dann als Joker kennen, ich fand es Hammer. Ich fand es Hammer erzählt. Ich fand es mit ganz vielen Gänsehautmomenten, mit Schockmomenten, und trotzdem ist er immer still gewesen. Ich habe dazu auch ein eigenes Video gedreht, vielleicht denke ich dran, es unten in die Infobox zu packen, weil der mich emotional wirklich, auch jetzt noch, wenn ich mir das so wiederhole, ich merke sofort, wie da sich was in mir, wie ein Knoten irgendwie aufkommt. Kein Film, den man sich einfach mal so anschaut, auch bestimmt kein Film für Samstagabend, aber den man sich wahrscheinlich so zwei, drei Mal in seinem Leben ansieht, spätestens dann, wenn man denkt, jetzt muss man sich mal wieder erden, dann schaut man ihn sich an. Ein grandioser Joaquin Phoenix, der das großartig gemacht hat und der für mich definitiv auch ein Oscar-Kandidat einfach ist. Ja. Ja, im November habe ich dann tatsächlich nur eine Serie angeschaut, und zwar die erste Staffel von Fargo auf Netflix. Eigentlich wollte ich mir die dritte Staffel anschauen mit Ewan McGregor, weil ich den absolut liebe, und habe dann aber gesehen, oh, die erste Staffel ist ja mit Martin Freeman. Na dann, auf! Sehr verstörend war, dass Martin Freeman hier eine ganz andere Synchronstimme hat. Der Rest war toll. Es ist so eine Art, ich weiß nicht, skurrile, manchmal humorvolle Krimi-Serie, wo wir einen Auftragskiller irgendwie haben, der dann jemand anderen irgendwie dazu bringt, seine eigene Frau, die sehr nervig ist, umzubringen. Und dann geht so ein bisschen es los, dass eigentlich aufzudecken. Gleichzeitig natürlich sehen wir, wie vertuscht werden soll, wie eins zum anderen führt, wie so eine Kettenreaktion losgebrochen wird, und das irgendwie super spannend, unterhaltsam und wie gesagt auch an mancher Stelle irgendwie komisch. Und mir hat Martin Freeman unglaublich gut gefallen, und der Ex-Mann von Angelina Jolie, nein, ich meine nicht Brad Pitt, sondern den anderen, dessen Namen ich schon wieder verdrängt habe, den fand ich auf jeden Fall auch sehr großartig.
Und ich weiß noch nicht, ob ich mir Staffel 2 anschauen werde. Die spricht mich so vom Thema nicht an. Aber Staffel 3 wird jetzt im neuen Jahr dann auf jeden Fall auch geschaut. Tatsächlich war ich nicht in Dr. Sleep. Wer jetzt im November diesen Film vermisst, ich hab's, keine Ahnung, er hatte nicht so gute Kritiken. Ich denke, es ist eher was ich mir dann auf Sky anschaue. Dann habe ich mir im Dezember die erste Staffel V-Wars gegeben, habe aber in Folge 3-4 aufgehört. Selten so langweilig eine Vampirgeschichte erzählt bekommen. Das einzig Großartige an dieser Serie ist Ian Somerhalder. ja, ich sag mal, Folge 1 war noch so, okay, wir werden uns so die Geschichte erzählt von diesem Virus, diesem Vampirvirus, der halt durch die Erderwärmung und dass halt die Eisschollen irgendwie dünner werden, wird da irgendwie freigesetzt, es wird uns so erzählt und wie man darauf reagiert, wie ein guter Freund von ihm darauf reagiert, denn die Geschichte wird von ihm erzählt. Und ja, es war so Folge 1, da denkt man noch, naja, klar, man muss ja so ein bisschen eingeführt werden, Folge 2 war ähnlich. Und als Folge 3 immer noch so weitermachte, dachte ich mir, ja, es war schon an mancher Stelle sehr blutig. Es sind natürlich Vampire, ich meine, da muss Blut her. Aber es war sehr langweilig. Also da fand ich das Buch, was ja David Nathan gelesen hat, ich habe hier irgendwo ein Katzenhaar, um einiges spannender, habe ich auch gerne gehört. Auch einfach so diese Episoden der Geschichten, es sind ja auch eher Kurzgeschichten, aber das war leider nichts. Dann war ich in die Eiskönigin 2 und ich habe vorher schon die Eiskönigin den ersten Teil mir angesehen und war dann im zweiten Teil und fand den richtig, richtig schön und gut. Eiskönigin, wir haben hier Elsa, die eben das Eis in sich trägt und ja im Grunde auch über Arendelle ja im Grunde regiert. Und wir haben Anna, ihre Schwester, und es gibt Sven und Christoph und es gibt den Schneemann Olaf und alle, die wir aus Teil 1 kennen, tauchen auch irgendwie in Teil 2 wieder auf. Und es ist im Grunde so ein bisschen die Geschichte, wie kommt das Eis in Elsa, was löst das aus, so ein bisschen eine Geschichte ihrer Eltern, überhaupt über Arendelle, über was war früher. Und ach ja, es war toll. Es hat mir unglaublich gut gefallen. Es war sehr emotional, wie ich fand. Vielleicht sogar für einen Kinderfilm zu dramatisch. Und ich muss auch sagen, der Soundtrack war nicht so ganz meins. Da fand ich die Lieder und die Songs im ersten Teil einiges eingängiger und ja. Dann habe ich, als ich krank war, mit Good Witch angefangen. Ich lag mit Mandelentzündung flach und habe dann, 2 Tage war ich krank geschrieben und habe dann Good Witch angefangen. Eine Serie, die mir irgendwo von irgendwem mal empfehlen wurde, die ich auf meine Liste hatte in Netflix, und ich habe angefangen und ich fand, ja, es hatte ein wunderbares Feeling. Wir sind hier in Middleton, also ich bin aktuell jetzt bei der 3. Staffel. Wir sind in Middleton und begleiten eine Frau, die so ein bisschen Magie in sich hat. Jetzt nicht so eine klassische Hexe wie Bibi Blocksberg oder sowas, sondern die eben sowas mit Vorsehungen und Kräutern und so ein bisschen was macht. Und wir begleiten sie. Sie hat ihren Mann verloren. Sie lebt mit ihrer Tochter und den 2 Stiefkindern so ein bisschen zusammen. Und es zieht nebenan ein geschiedener Arzt ein, auch mit einem Sohn im Alter der Tochter. Und ja, wir haben so ein bisschen die Verwirrungen und Irrungen des Lebens, der Liebe, des Verwitwetseins, wenn aus Freunden irgendwie mehr wird und so weiter. Wir haben so ein bisschen dieses Middleton, was für mich so ein bisschen dieses Gilmore Girls Feeling aufgegriffen hat, was ich halt sehr mag. Einfach so dieses kleine Städtchen, wo man jeden Charakter irgendwie kennt, und wir haben so ein Café, das am Laufen gehalten wird, und ein Bed and Breakfast, was sie führt, und Bell Book & Candle, so ein Laden mit so ein bisschen Kräutern und Kerzen und Räuchern. Und ja, super schön. Es ist halt irgendwie schon, ich sag jetzt mal, leichte, seichte Kost, wo man nicht viel denken muss, aber die mich gut unterhält. Und das finde ich tatsächlich von so einer Serie auch richtig, richtig schön. Und ja, mir macht es auf jeden Fall Spaß. Und ich denke, ich werde jetzt auch noch Staffel 4 dann weiterschauen. Ich glaube, mehr Staffeln gibt es aktuell noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob Staffel 5. Weiß jetzt gar nicht, ich glaube, ich habe nur bis Staffel 4 gesehen. Es gibt wohl auch Filme, die kenne ich aber gefühlt gar nicht. Wüsste auch gar nicht, ob es die irgendwie im deutschen Streaming-Bereich irgendwie zu sehen gibt. Wenn ihr das wisst, immer gerne in die Kommentare. Und dann, ja, wohl das Serien-Highlight, wo ich in der letzten Woche schon ein extra Video vor lauter Schwärmerei hochgeladen habe. Es ist The Witcher. Ich hätte nicht erwartet, dass mich diese Buch- und Film-Serienreihe so flasht, so begeistert, so mitreißt und
für mich wirklich, ich habe es auch im anderen Video gesagt, für mich eine Tür aufmacht in eine Welt, in eine Geschichte, worüber ich mich so freue, dass ich sie jetzt für mich entdecken kann. Und es war eine grandiose erste Staffel auf Netflix. Ich habe die an diesem Wochenende wirklich weggesuchtet, Freitag, Samstag, Sonntag. Und ich bin einfach hin und weg von der Story, wie wir da reingebracht werden, wie sie uns erzählt wird, von den Charakteren, von den Schauspielern, von der Musik, von den Effekten, von dieser magischen Welt. Es gibt zwei, drei Kritikpunkte, keine Frage. Es ist ja auch eine erste Staffel und ich bin einfach so ein Fan von Geralt von Riva. Also es ist eine neue Liebe, die ich gerade entdecke und es ist noch alles frisch. Aber ich finde ihn einfach großartig. Ich bin echt ein Fan von ihm. Und ja, The Witcher, für mich eines der Serienhighlights wohl in diesem Jahr und auch eines der Buchhighlights diesen Jahres. Und ich freue mich so auf 19, die Bücher zu entdecken und, nein, auf 20 und jetzt die Bücher zu entdecken und dann auch Staffel 2, die ist nämlich schon bestellt. Und ich werde, denke ich, auch auf jeden Fall mit Krongs Let's Play weitermachen von The Witcher 3. Ich glaube nicht, dass ich als selber Spieler in Frage komme, aber immer mal so eine Folge von Let's Play kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ja, ich war begeistert und ja, bin es von diesem Serien- und Filmjahr 2019 auf jeden Fall. Mir hat dieses Jahr in diesen Bezügen zu diesen Themen auf jeden Fall sehr gut gefallen. Auch gerade, wenn ich jetzt so die Liste nochmal durchgegangen bin, denke ich mir doch, ist ja einiges Cooles dabei gewesen und Spannendes und Schönes und Unterhaltsames und natürlich auch manches, was nicht so gut war, aber das passiert natürlich. Aber alles in allem tatsächlich doch ganz viele tolle Sachen. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was 2020 so ein bisschen für uns bereithält, was da so kommt. Da werde ich mich jetzt auf jeden Fall auch mit ein bisschen beschäftigen, was jetzt so in nächster Zeit kommt. Und ihr seht das ja dann auch immer in den Bücherwochen. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich und ja. Ich bin natürlich gespannt, was waren eure Serien- und Film-Highlights des Jahres? War da was dabei, was ihr jetzt auch bei mir gesehen habt? Schreibt es gerne in die Kommentare, lasst uns da ein bisschen austauschen. Was war euer Flop? Was war euer Highlight? Seid ihr eher Serienschauer oder Filmschauer? Ich freue mich darauf, wenn wir uns jetzt ja, so ein bisschen in den Kommentaren darüber unterhalten können und hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Jahresrückblick, der durchaus ein bisschen länger jetzt gedauert hat, aber es ist halt ein Jahresrückblick und ich hoffe, ihr habt die Zeit ein bisschen heute genossen. Und ja, da das Video jetzt für Silvester ist, wünsche ich euch auf jeden Fall auch schon mal einen guten Rutsch. Kommt gut rüber ins neue Jahr, lasst heute die Korken knallen oder macht euren Abend besinnlich bei einer Serie, bei einem Film mit Freunden, der Familie, allein, wie ihr es am liebsten habt. Genießt die Zeit, genießt diesen Wechsel von alt zu neu und ja, lasst das auch so ein bisschen auf euch wirken. Und ja, kommt gut rüber, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Am 2. Januar wird es den buchigen ja, Jahresrückblick geben. Ich freue mich schon drauf, den dann auch zu drehen. Und bin da auch sehr gespannt, gerade ein bisschen auf die Statistik. Ach, da bin ich sehr neugierig. Ja, in diesem Sinne, macht's gut. Ich danke euch fürs Zusehen und ja, fürs, ja, das ganze Jahr so dranbleiben. Und ja, wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen guten Rutsch ins neue Jahr. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.